Partnerlook-mäßig. Junge! Krass. Striped, weiße Sneaks. Da sieht man, wir sind keine Brüder. Moin, Servus, danke erstmal, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Einen Vergleich drehen. Diesmal geht es um Verbräuche. Wir fahren Model X erst und danach fahren wir den e-tron auf gleicher Strecke mit verschiedenen Geschwindigkeiten, um einfach mal so zu gucken, referenzmäßig, was verbraucht welcher. Dann werden wir euch noch ein bisschen am Ende erzählen, was die so an Kapazität frei haben. Und da kann man das ja so gesagt einfach hochrechnen, wie weit man jeweils damit kommt. Wir starten jetzt mit dem Model X. Unser Dad hat immer so eine Vergleichsroute, die er benutzt, um die Verbräuche von den Autos zu checken, wenn wir ein neues Modell bekommen. Die fahren wir jetzt auch. Die soll wohl ganz gut sein. Ich hätte gesagt, vielleicht zeigen wir es vorher noch mal ein bisschen von außen. Haben wir schon mal was zum Model X gedreht? Ja, safe. Oder? Nein. Nein? Nein. Nee, ne? Ungeliebtes Kind. Lol. Wer es noch nicht kennt, so sieht zum Beispiel so ein Model X-Schlüssel aus. Ist einfach ähnlich wie beim Model S. Wir haben so eine Fahrzeugsilhouette. Genau, nichts über das Model X. Das ist crazy, ne? Die waren immer außer Haus, weil die einfach so begehrt sind, die Dinger. Ja, ja. Das ist jetzt zum Beispiel ein Auto von Tesla. Unser ist gerade beim Service, deswegen haben wir einen Launa von Tesla. Ja. Unsere Schlüssel sehen normalerweise nicht so aus, so ramponiert. Wir haben verschiedene Knöpfe hier drauf. Hier zwei Türen, das wäre dann einmal für die hinteren beiden Türen. Ich zeige euch das einmal. Falcon Wing Doors, also Falcon Wings. Weil ein Falke ähnlich schlägt, wie die Türen aufgehen. Sprich, die Türen gehen sehr nah am Körper des Fahrzeugs hoch und runter, so dass man auch in Tiefgaragen, engen Parklücken und sowas sogar besser einsteigen kann, als es eine normale Tür macht. Dann haben wir auf dem Dach nochmal die Entriegelung. Damit geht dann auch Fahrer- und Beifahrertür auf. Alle Türen voll elektrisch beim Model X. Wir haben einen Knopf vorne auf der Nase des Schlüssels, so gesagt, für den Kofferraum. Den muss man dann nochmal per Hand aufmachen und natürlich hinten auf dem Böter für den Kofferraum, der ist auch voll elektrisch. Was auch noch ganz interessant ist, ich habe das bis jetzt noch gar nicht auf YouTube gesehen, obwohl ich schon mal danach geguckt habe. Und wir haben es bis jetzt auch das erste Mal gehabt. Und exklusiv bei uns. Exklusiv bei uns, genau so ein Ding ist das. Wir haben hier die Mittelkonsole. Die Mittelkonsole-Variante habe ich in Real Life oder auf YouTube bis jetzt halt noch nicht gesehen. Normalerweise gibt es halt den 6-Sitzer, wo dann einfach die Lücke da ist. Oder du hast halt den 7- oder 5-Sitzer, wo dann halt die Bank durchgezogen ist. Die Mittelkonsolen-Alternative gibt es auch, aber ich glaube, die wählen ganz wenige. Ja, jetzt wo ich sie gesehen habe, bin ich mir eigentlich noch sicherer, dass ich sie auch nicht wählen würde, ne? Nee, also bräuchte ich auch nicht. Also ich finde, gerade beim 6-Sitzer finde ich es cool, wenn man gerade für die kleinen Kiddies, ne? Die ganz hintere Sitzbank ist eher für kleinere Menschen oder für Kiddies gedacht. Ja. Wenn die so durchs Auto durchlaufen können. Hat, finde ich, einen coolen Aspekt. Ja, Tisch, weiß ich nicht, da habe ich 4 Becherhalter, die ich eigentlich nicht brauche. Ich habe eine Lederablage, von der alles runterfällt, denke ich mal. Das hält ja nicht groß was. Aber von daher kann man machen, muss man aber nicht. Wir haben eine Reichweite von 325 Kilometern. Also die Batterie ist natürlich nicht vollgeladen. Das brauchen wir für den Verbrauchstest hier auch nicht. Und gerade zeigt er uns an, dass wir in den letzten 50 Kilometern 21,6er Verbrauch gefahren sind. Sparsam. Das geht schon echt fit. Also da ist derjenige, der das Auto vorher gefahren hat. Grüße gehen hier raus an Berthold. Gefährtert? Habe ich gefährtert gesagt? Nee, aber ich. Ach so. Er bringt mich hier einfach unnötig aus dem Konzept. Wir sitzen jetzt hier in dem Model X 100D, sprich wir haben kein Performance. Das ist die maximale Reichweite, die man bei Tesla momentan kriegt. Dazu muss man wahrscheinlich dazu sagen, das sind dann wahrscheinlich eher so um die 95 kW. Die haben halt alle so ein paar stille Reserven. Gerade wenn man dann unter 0% fällt, damit das Auto noch weiterfährt, tut er auch, gar kein Problem. Dann schauen wir jetzt mal, was wir so auf unserem Verbrauchstest an Verbräuchen raushauen können. Wir starten einmal auf der Strecke mit 100, dann fahren wir die gleiche Strecke mit 130 und dann nochmal mit 150. Dadurch, dass wir hier auch die kleinen Felgen drauf haben, dadurch wird er nochmal ein ganzes Stück sparsamer, wenn wir nicht die 22 Zoller mit dabei haben. We'll be right back.
haben jetzt auf jeden Fall die erste Tour durch. Das war jetzt die Geschichte, wo wir 100 gefahren sind. Hat auch ganz gut geklappt. Ab und zu sind wir so auf 90 runter, weil wir LKWs oder Wohnwagen wie ihn hier zum Beispiel vor uns hatten. Sind einen 19er Verbrauch gefahren. 193 Wattstunden pro Kilometer. Das ist echt mega sparsam. War nicht anders zu erwarten. Und jetzt gucken wir mal, wie es bei 130 läuft. Ich denke, da werden wir so auf 21, 22 kommen mit den Felgen, die wir drauf haben. Was ich sagen muss, ich bin also länger kein Model S und X mehr autobahnmäßig oder langstreckenmäßig gefahren. Der Autopilot ist schon echt viel besser, als man das aus den anderen Autos kennt. Wir können das gleich mit dem e-tron vergleichen, wenn wir fahren. Er ist viel aktiver. Also da fühlt man sich auf jeden Fall sicherer bei, was natürlich dann auch irgendwann dazu führt, vielleicht ein bisschen nachlässiger zu werden. Das darf man natürlich nicht. Ist keinem zu empfehlen. Aber ich sag mal so, also wir machen das jetzt seit 3, 3,5 Jahren. Wir wissen alle, was der Autopilot kann, was er nicht kann. Und dann ist es einfach sehr angenehm zu wissen, dass immer 6 Augen mitgucken, da ist ein Sonar mit dabei, Radare, Radars, was ist das? Radaristen? Radarsysteme. Das also mehrere Radarsysteme. Verbrauchshinweis beziehungsweise eine Verbrauchsdarstellung. Die könnt ihr immer über das Menü aufrufen und dann seht ihr da die geschätzte noch übrig bleibende Reichweite und dann habt ihr hier euren Durchschnittsverbrauch. Genau, das könnt ihr auf 50, 25 oder 10 Kilometer laufen lassen und dann weiß man extrem gut, wie man jetzt gerade fahrtechnisch, verbrauchstechnisch am Start ist. Gemacht, das war dann jetzt mit 150. Ist irre, wie die Verbräuche dann nach oben schnellen. Also wir waren so im Durchschnitt bei guten 28, 280 Wattstunden pro Kilometer. Das ist schon echt viel. Also auch gerade mit den kleinen Felgen, wenn wir dann die 22 Zoller drauf haben, sind wir wahrscheinlich sogar eher bei 32 oder sowas. Überlegen, das sind dann 32 Kilowatt. Also für die Laien, also ich bin selber Laie, dass ihr das falsch versteht, das wären dann 32 Kilowatt auf 100 Kilometer. Bei einer Batterie, die aktiv 95 kW drin hat, wären das dann keine 300 Kilometer Reichweite, oder? Gerade eben so. Gerade 300, ja. Jetzt wären es ja dann ein bisschen mehr als 300, von daher ist das schon okay als angegebene Reichweite. 150 km/h, das geht schon wirklich fit. Ja. Und wie er halt gerade schon erwähnt hat, es macht echt einen Unterschied, welche Felgen bzw. Reifen man drauf hat. Ne? Also die Felgengröße macht einen großen Unterschied. Ja. Die 22 Zoller, die sehen wesentlich geiler aus, aber die verbrauchen auch wesentlich mehr. Aber auch genauso Bereifung. Also deswegen wird auch bei uns viel von Reifenherstellern gemietet in der Industrie, weil die Reifenhersteller durch die Elektromobilität jetzt viel mehr auf Geräuscheffizienz und natürlich auch Verbrauchseffizienz gehen. Versuchen da so einen Mittelweg zu finden, dass man, weil man halt das einzige Geräusch im Elektroauto sind Windgeräusche und Reifengeräusche, die versucht man zu minimieren, dazu dann in der Verbindung mit der Effizienz, dass man ein bisschen weiterkommt. Ist auch interessant für Reifenhersteller. Ja. Eine neue Herausforderung.
Wie gesagt, das war es jetzt fürs Model X. Wir springen jetzt gleich in e-tron, machen dann die gleiche Geschichte mit dem e-tron nochmal. Sorry, dass das Auto so dreckig war. Ist ein Launer von Tesla, deswegen lohnt sich das nicht groß, den jetzt aufzupolieren. Wenn ihr aber mal irgendwie so eine Art Carporn sehen wollt vom Model X, machen wir das auch gerne. Unser ist eigentlich noch ein bisschen hübscher. Wir haben die 22 Zöller drauf. Gleiche Außenfarbe. Weißes Interieur. Genau, könnt ihr mal irgendwie in die Kommentare schreiben, Hashtag Model X Carporn oder Hashtag Carporn. Das sollte schon reichen. Und dann liefern wir euch da mal was nach. Und jetzt auf zum e-tron. Bei uns ist gestern was dazwischen gekommen. Genau. Deswegen also drehen wir heute weiter und machen jetzt den zweiten Teil des Vergleichs mit dem e-tron. Und schmeißen den jetzt kurz in den Fahrstuhl, fahren nach unten. Und dann geht's auf die gleiche Strecke. Gleiche Geschwindigkeiten. Gleich. Alles gleich. Wir haben aber auch das gleiche Wetter. Das heißt, wir haben echt günstige Umstände zum Vergleich. Das ist halt so, dass es beim Elektroauto schon eher noch davon abhängig ist, wie die Witterungsbedingungen sind. Da ist Regen oder beziehungsweise Wasser auf der Fahrbahn eigentlich das ungeeignetste für die Reichweite. Durch den Abrieb der Reifen und durch das Fahren Spritzwasser erzeugt wird. Das kommt unten gegen die Akkus, kühlt die so gesagt runter. Akkus müssen immer so auf einer bestimmten Betriebstemperatur sein, dann sind sie am effizientesten. Und dadurch, dass dann halt das Wasser die ganze Zeit dagegen spritzt, verbrauchen die mehr. Deswegen ist Schnee eigentlich, also natürlich Kälte, höherer Widerstand in der Batterie ist auch blöd, aber Regen ist fast schlimmer auf der Bahn. Bei dem Wetter ist es ideal, wir haben jetzt die gleichen Witterungsbedingungen, weswegen das auch ein guter Vergleich ist. Gucken wir jetzt mal, was der e-tron verbraucht und dann... Auf jeden Fall. Ich denke, der e-tron wird ein bisschen mehr verbrauchen. Also was heißt, ich denke, das ist schon mittlerweile aus anderen Statistiken klar, dass der auf jeden Fall weniger windschnittig ist als so ein Model X, weil das Model X ja eher so eine SUV-Coupé-Form hat, würde ich jetzt mal sagen. Und ich finde eine normale SUV-Form geiler, wobei ich das Model X nicht kacke finde vom Design her, obwohl ich andere SUV-Coupés... Also ich mag SUV-Coupé, so an sich ist einfach nicht mein Ding. Ist nicht meins. Auch so ein X6 oder so ein GLE oder so als Coupé, nicht so meins. Bis gleich. Mit der ersten Tour durch. Das war jetzt mit Durchschnittsgeschwindigkeit 100. Das haben wir jetzt so knapp über 20 Kilometer gemacht. Da sind wir so auf so einen Verbrauch von 24,5 gekommen. Ist also nochmal über die Strecke ein bisschen runtergegangen. Ist jetzt nicht extrem wenig, aber ich würde sagen auch nicht viel zu hoch. Also damit sollte man schon einiges schaffen, dass wir hier wahrscheinlich so aktive 85 kW drin haben und im Model X dann eher 95. Das kann man ganz einfach hochrechnen. Jetzt machen wir auf jeden Fall die 130er Tour und dann schauen wir mal, wie schnell sich das hochskaliert. Hier muss man dazu sagen, wir haben hier natürlich auch größere Felgen drauf, als wir das auf dem Model X zum Beispiel jetzt hatten. Auf dem Model X waren 20 Zoll. Hier haben wir, glaube ich, sind das 22 Zoll oder sind das 21 Zoller? 22, ne? Die sind schon extra aerodynamisch von Audi extra für die Reichweite konzipiert. Ja, aber es sind trotzdem Riesendinger. Schwer sind die natürlich auch. Nur, dass man das nochmal dazu sagt. Ja. Jetzt sind wir mit dem 130er Test durch. Ich würde sagen, wir haben so einen Durchschnittsverbrauch von 27,5 gehabt. Also ist das Auto schon ganz schön hungrig. Das ist schon echt ein Unterschied zum Model X. Ich weiß, das hatten wir da bei 100, bei 150 hatten wir das ungefähr, vielleicht sogar ein bisschen weniger.
ist es ein bisschen so wie prognostiziert, ne, dass der e-tron halt ein kleines bisschen mehr verbraucht. Aber wenn man liebhaberisch eher zum e-tron tendiert als zum Model X, dann denke ich, ist es trotzdem ein verkraftbarer Wert. Ein einziger Unterschied da noch zwischen den beiden Autos auf Langstrecke ist die Dichte des Ladenetzes natürlich. Ne, bei Tesla ist da mehr am Start als beim e-tron. Und jetzt gehen wir in den 150er rein. Wir sind jetzt auf jeden Fall durch. Ich habe keine Ahnung, wie ich mir im Auto anzeigen lasse, was ich wirklich aktuell gerade verbrauche. Das ist alles, das, was er mir jetzt gerade anzeigt, ist halt ein kompletter Durchschnitt von dem, was wir jetzt generell gefahren sind, auf den gesamten drei Touren. Deswegen sind wir so bei 28 kW pro 100 Kilowatt. Die werden es nicht sein. Also wenn ich mit 150 durchfahre, dann werden es bestimmt eher so 32 sein oder sowas. Könnte ich mir vorstellen. Ich versuche jetzt einfach nochmal, ich glaube, ich habe hier eine bessere Anzeige. Ich versuche jetzt auf dem Rückweg nochmal ungefähr auch 150 zu fahren. Und dann, natürlich ist es dann auch höhenmäßig unterschiedlich, wenn es bergauf geht, verbraucht er natürlich mehr, bergab weniger, weil er da rekuperieren kann und sowas. Schauen wir mal, was er da so ungefähr im Durchschnitt sagt. Und dann haue ich euch das auf jeden Fall nochmal rein. Wie ihr sehen könnt, da haben wir jetzt nochmal eine andere Anzeigemöglichkeit. Die ist knapp über 30 Kilowatt pro 100 Kilometer, so wie ich es mir gerade schon gedacht habe. Also wenn wir aktiv 150 fahren, dann verbraucht er auf jeden Fall über 30, kommt dann halt auf, wie gesagt, Witterungsbedingungen an, was haben wir an Verkehr, wie ist die Straßenlage und so weiter und so fort. Wir sehen, es geht jetzt noch mal ein bisschen runter, ist jetzt knapp bei 30, dann werden es vielleicht so 31, 32 sein. Ist aber auch ein bisschen unübersichtlich, also wir haben nur die 30er Angabe und danach schon die 60, also ist schwer, da jetzt irgendwie was Genaues auszumachen, aber ja, kann man sicher irgendwie ableiten. Daraus kann man schlussfolgern, dass die Reichweite bei einer 85 kW Batterie, also das ist ja hier, ist eine 90 kW eigentlich, ne? Oder? Ich glaube angegebene 90, ja. Angegebene 90, da ist immer ein bisschen Verlust dabei, das heißt, wir haben insgesamt 85 kW grob geschätzt, die wir benutzen können, und das bei einem Verbrauch, der bei 30 oder über 30 liegt knapp, wenn wir jetzt 150 fahren, heißt, dass wir keine vollständigen 300 Kilometer schaffen. Das ist so. Und wenn wir 150 durchfahren, was natürlich auf deutschen Autobahnen heutzutage auch nicht mehr möglich ist. Okay, wenn man jetzt nachts fährt oder sowas, dann geht das. Aber fast immer kann ich euch sagen, ich bin oft genug auf der Bahn unterwegs. Fast jeden Tag, egal ob es ein Freitag ist oder ein Dienstag. Ihr werdet irgendwo im stockenden Verkehr sein oder im Stau. Oder es fährt einer auf der linken Spur mit 120. Und wie gesagt, wir sind jetzt relativ, ne, wir haben das Ganze schon gut skaliert und haben jetzt eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 94 Kilometer pro Stunde, obwohl wir zwischendurch jetzt, ne, fast die Hälfte 150 gefahren sind. Eine hohe Durchschnittsgeschwindigkeit zu haben, ist verdammt schwer. Das ist wirklich richtig schwer. Alternativ dazu noch einmal der Gedanke, knapp unter 300 von der Reichweite her, wenn man die ganze Zeit 150 fahren würde, könnte, schaffen würde. Aber es ist definitiv auch alle 200 Kilometer oder in noch kleineren Abständen eine Ladesäule zum Nachladen. Dementsprechend keinen Stress machen, was das angeht. Es sind alles Fast Charger, entweder Ionity oder wenn man mit einem Tesla unterwegs ist, der hat natürlich nochmal eine andere Reichweite, aber dann kommen die Tesla-Ladesäulen, die laden das Auto in 30 Minuten zu 80% voll. Dasselbe bzw. noch schneller ist das Ganze für den e-tron hier. Und deswegen braucht man sich auch, was die Reichweite angeht, keinen Stress machen. Muss man aber auch dazu sagen, elektrisches Fahren entschleunigt total. Also ihr werdet das merken, wie gesagt, ihr könnt das alles bei uns ausprobieren. Mietet einfach mal ein paar Tage. Wir empfehlen immer mehr als weniger zu mieten. In den ersten drei Tagen findet man eigentlich nur raus, wie wenig Kilometer so ein Elektroakku kann, weil jeder irgendwie aufs Gas drückt, was natürlich auch verständlich ist, will man ja auch mehr rausfinden. Aber so nach ein paar Tagen, nach den ersten drei, vier Tagen, kommt man dann wirklich so in den Alltagsgebrauch, wie man das Auto auch selbst benutzt. Ich meine, wenn ihr euren Verbrenner fahrt, dann seid ihr auch nicht die ganze Zeit auf Motorbegrenzung unterwegs. Deswegen, es entschleunigt sowieso total. Der Autopilot bringt einem irgendwie so ein bisschen mehr das Reisen zurück. Das, was ich jetzt aus dem Verbrenner kenne, ist halt immer irgendwie ein bisschen Zeitdruck. Man will schnellstmöglich ans Ziel kommen, weil es irgendwie jeder machen will, was eigentlich totaler Mumpitz ist, ob man jetzt eine Stunde früher da ist oder nicht. Macht in den meisten Fällen keinen Unterschied, außer man hat einen dringenden Termin natürlich.
genau, was wollte ich sagen? Man fährt mit dem Elektroauto einfach nicht mehr so schnell. Man heizt nicht mehr. Es geht natürlich auch nicht, aber man vermisst es auch nicht. Ist so meine persönliche Meinung. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, ihr konntet mal so ein bisschen so einen Einblick gewinnen, auch ohne, dass ihr mal gefahren seid, was man mit so einem, so einer 80 bis 100 kW Batterie so schaffen kann an Kilometern. Ja, dann von zwei verschiedenen Herstellern. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr davon sehen wollt. Irgendwie, was zum Beispiel der Jaguar verbraucht, den wir jetzt auch mit in der Flotte haben. Ob es euch beim Model 3 auch interessiert, da hatte ich schon mal im Video kurz drüber gesprochen, in diesem Amsterdam-Vlog, den wir gemacht haben. Andere Autos, die kommen, ist dann irgendwann der Porsche Taycan und sowas. So most anticipated car of the year, würde ich mal sagen. Aber die wollen es ja schaffen, die Verbräuche niedrig zu halten, obwohl wir Highspeed fahren. Das wäre nice. Wiederholbarkeit von Highspeed fahren ist auch eine große Sache, die sie sich auf die Fahne geschrieben haben, und das ist das Allerschwerste, weil da ist Heat Management einfach wirklich ein Problem, und da sind wir mal gespannt, ob sie das wirklich lösen können, und halten euch, was das angeht, auf jeden Fall auch auf dem Laufenden. Gut Leute, wir verabschieden uns, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwie mehr sehen wollt, schreibt alles in die Kommentare, gerne einen Daumen oben da lassen, die Glocke aktivieren, wenn ihr immer aktiv mit dabei sein wollt, immer wissen wollt, was so der neueste Spaß ist bei uns. Ja. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, und schließt euch der Familie an. Küsschen.